Moin Leute, die ihr euch das hier antut. Ich bewundere euch. Da ich hier eigentlich nur meinen privaten Kram aberzähle und hoffe, dass irgendeine eine oder der andere, die eine, das andere, vielleicht auch ein bisschen so tickt. Wie ich so ticke. Wir bringen mal die Farbkamera raus. Ja. Yep. Da steht sie. Ziemlich hoch. Und guckt da runter. Heute Nacht war wieder nur Marder und Dicky kurz da. Und man sieht, da sind noch ein bisschen Trockenfutterbrocken. Da auch. Also, da war Buddy nicht da, sonst wäre das nicht mehr da. So, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nur ganz, ganz kurz. Alternative Medien. Ich sage ja immer, oder man sagt ja immer, man muss sich informieren abseits der Hauptstrommedien. Das ist auch richtig. Nur, was ich da derzeit immer wieder höre oder lese oder sehe, das ist, geht um den Impfstoff. Da wird drauf rumgeritten, ja, die Bundesregierung kriegt nicht genug Impfstoff ran. Und wie das nun jetzt mit den Millionen und Bestellungen und Bezahlungen und hin und her und was. Und nun, also der Tenor ist eigentlich, die Bundesregierung würde eigentlich alles richtig machen, wenn wir jetzt 100 Millionen Impfdosen parat hätten. Das wäre doch toll, dann hätten wir doch alles. Ne? Dann haben die alles richtig gemacht, hat Geld richtig ausgegeben und so weiter und so fort. Leute, mal ein bisschen um die Ecke denken. Solange das Zeug nicht da ist, kann es nicht verspritzt werden. Und ich rate allen, was darf ich jetzt wieder nicht sagen, weiß ich, sich mal kundig zu machen über diese Impferei. Und ich rate allen, das sage ich jetzt einfach so, sich mal Google-mäßig schlau zu machen. Zytokinsturm. Zytokin mit Z am Anfang. Zytokinsturm. Sturm wie Sturm. Ja? So. Zieht euch das mal rein. Dann wisst ihr, warum das sehr gut ist. Sehr, sehr, sehr gut ist. Dass unsere Regierung derzeit nicht genug Impferei bei der Hand hat. Das gibt nämlich den wahren Aufklärern Zeit. Zeit, weiter die Bevölkerung, das Volk aufzuklären. Macht euch wirklich schlau darüber. Seid nicht blauäugig. Mehr wollte ich heute gar nicht sagen eigentlich, ne? Ich warte wieder auf meine Füchse. Heute gibt es hier keinen Meisenknödel. Ich will, dass der Fuchs da hinten auftaucht und mir da wieder in die Farbkamera läuft. Ich habe 100 Knödel hier im Vorrat, also wir haben noch genug. Wir haben Vorrat, ne? Nicht wie bei der Impferei. So, schönen Abend noch, alles Gute.